Ja, und deswegen liebe ich Waffeln, weil ich eigentlich Schlagsahne und Vanillesoße liebe. Vanillesoße aus dem Tetrapack, das gibt's. Das ist die beste Vanillesoße, die es zu kaufen gibt. Die ist mit Abstand die beste. Warte, was? Soße und nicht Sommersemester PLS. Was? Wieso hat der aus Soße Sommersemester gemacht? Oh, schön, lovely. Sommersemester, Alter. Wir müssen jetzt rausfinden, welche Abkürzung TTS noch kann. Okay, alles klar. Lasst mich eben kurz Text-to-Speech-Limit auf 10 Euro hochmachen. Worüber ich mich noch freuen würde. Ich hab Frauen gesagt. Ich hab mich Frauen gesagt. Fragen. Klang das so? Gut, dann klang das wohl so. Dann ist das my bad. Da es in der Serious-Frage klang, gebe ich auch gerne die Serious-Antwort. Ich bin eigentlich sehr happy mit ganz vielem. Bin immer so permanent in diesem Mindset halt drin so. Ich habe eine ganz, 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 ganz große Sache, die im Early August, Early September passiert. Und wenn die gut ankommt, würde es mich freuen. Ich würde gerne mehr Events machen auf Twitch. Mehr coole Sachen, wo ihr mitmachen könnt oder wo ihr beim Zugucken noch mehr Spaß habt als nur bei Gameplay. Und was ich mir tatsächlich, also das ist jetzt alles sehr Content bezogen erstmal, ja. Was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass ich nochmal wieder so einen neuen YouTube-Banger irgendwie rausbringe. Ja, irgendwie entweder ein neues Format oder ein richtig geiles MU, ein paar mehr oder weniger welche, die so richtig abgehen. Weil das ist, mein YouTube-Kanal ist halt so am Hinvegetieren momentan. Ich mache das, worauf ich Spaß habe und dementsprechend habe ich auch überhaupt keine Sorgen auf diesem Kanal. Aber auch da habe ich nochmal wieder irgendwas vor. Und abseits davon, Alter, ich würde gern nicht so auf dem Stau stehen, wenn ich schon mal nicht Zug fahre. Und sonst, ich würde gerne wieder zu Weihnachten mit meinem Sibling Pokémon Garden aufmachen und dann bin ich, glaube ich, happy. Ich unterbreche selten meine Rotation, aber this right here, man, this is it. Ja, that was definitely it. Woran hakt es eigentlich? Also for real. Es hakt an einer ganz simplen Sache. Also, das habe ich auch schon mehrfach nachgefragt. Und die einfache Antwort ist tatsächlich, D-Series hat keine Dedicated Europa, kein Dedicated Europa Department für diese Art der Partnerschaft, wie ich sie habe. Das heißt, die Informationen gehen immer über das USA-Department. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund gehen da die Anfragen aus Deutschland eben in manchen Fällen einfach komplett unter. Beziehungsweise alles muss auch von da drüben immer legitimiert werden und das ist extrem schwierig wohl. Finde ich auch schade, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich bin mit allem, was die haben und allem hat mega zufrieden, aber es ist halt mega schade, dass sowas so ewig dauert. Aber ich habe auch schon, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, aber da scheint sich einfach momentan nicht wirklich irgendwas zu schieben. Bei Sammy hattest du sein Action für ihn einfach bestellt? Nee. Bei Sammy tatsächlich, das war eine Apex 3, die hatte ich hier, die wurde mir relativ nah am Anfang der Partnerschaft mitgeschickt. Aber die brauchte ich einfach nicht, weil ich auch die Apex Pro hatte. Und die Apex 3 war die hatte Jan eine Zeit lang. Aber dann hat Jan sich sein Custom Keyboard gekauft. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich die hier rumliegen. Und dann habe ich dieses eine Keyboard halt einfach Sammy geschickt, weil ich gesehen habe, dass er wieder anfängt zu streamen. Und ich dachte mir so, ja komm, der freut sich mega. Aber das war leider nur das eine Produkt. Don't worry, guys. Ich take das nicht disrespectful. Ich finde es ja selbst schade, dass ihr überhaupt so oft in dem Sinne daran denken müsst, obwohl ich euch vor so einer langen Ewigkeit gefragt habe. Also für alle anderen Leute, die hier zugucken, in dem Kontext, ich wollte halt ganz sneakily für alle Mods einen Hardware-Teil nach Wunsch einfach einmal rausballern, aber das ist halt, zieht sich. I don't know if I like this situation. Will gern Draken, aber Mitte Miss, Jungle Miss, Jungle Warded, noch schlimmer. Ich habe eine Apex 7 Best Tastatur, die ich hier hatte, das freut mich zu hören. Unabhängig davon, ob du das jetzt hier rüber hast oder Kingate oder nicht, das ist... Ich bin auch, wie gesagt, mit der Hardware giga zufrieden. Ich habe an keinem dieser Teile was auszusetzen. Doch, wenn sich einmal jedes 10. Game mein Mausprofil nicht einstellt, wenn ich in League gehe. Aber da kann die Hardware nichts für. Das ist die Software. Okay, wir haben Ulti, wir haben 1300 Gold. Ich glaube, ich gehe einfach. Ich könnte jetzt hier rumsitzen und was versuchen. Ich kann aber dieses Gold umsetzen und zum Drake laufen. So, Leute. Drachenzeit. What kind of strats are this? Lauf ich gerade in die Mitte rein? Nee. Thankfully. Holy shit. Jo, wir deffen die einfach den Gromp. Geht's euch gut? Den hast du? Er brennt. Ich hätte wirklich können. My bad. Da kann eine Matratze drin, tut mir leid. Wait, was macht Shelly da? Wir haben Shelly gestealt? Oh, das ist so schade. Das wäre so ein geiler Charge gewesen. Ich habe gar nicht mehr zugeholt. Wir haben Shelly gestealt, wie geil, aber dann
ein bisschen daneben gesetzt. War im Fight wahrscheinlich gecastet. Schieß Level 10. Oh, hätte ich meine Q besser getimed, hätte ich den vielleicht töten können. Was gehen wir denn hier? Tank, ne? Gegen Fiora, Ikork. Ja, ja, ja. Hier müssen wir definitiv tanken. Ui, ja, ja. Oh, wieso lebt der? C'est pas bon, c'est pas bon. Gar nicht gut, Leute. Ich weiß nicht mehr, ob der Satz über Französisch korrekt ist. Aber ich sag den manchmal einfach so aus Troll, I don't know why. Ich hab's mir irgendwann angewöhnt. Richtig schlimm. Wie lange spielst du schon League? Zu lange. Top Lane? Sieht das gut aus da oben? Nee, ne? Dann hole ich mir hier unten doch Equity. Pre-Tower Equity. Das ist mein Türmchen, du. So risky hier eh anzumachen. Aber, oh. Nocturne ist gestorben, bitte. Let's go! Okay, das Fiora hier hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Gebe ich zu. Ey, Sunfire wird empfohlen. Endlich. Selbst vom neuen Patch. Ändert nichts in meinen Augen an Master Yi. Ich finde diese Lifesteal Reduction auf Blade, die ist nicht so krass, wie die Leute sagen. Oder wie es vielseitig angepriesen wird. Oder wie Riot das vielleicht auch bedacht hat. Nee. Wo ist das Shen-Shield hin? Haben sie das Instant zerstört? Oh, Blitzul zerstört Schild. Shields. Oh. Habe ich vergessen, dass das so ist. Aber ich erinnere mich an, dass es geändert wurde vor nicht allzu langer Zeit. Er wollte mich ulten. Oh, er hat top geultet, scheiße. Ja, da kann eigentlich Nocturne nichts machen. Irgendjemand muss aber Botzeit dürfen. Ist dumm wegzugehen, während ich das hier baue. Die Items bringen halt so wenig Detail-Items. Das fertige Sunfire bringt mir halt übel viel, aber naja. Warum baut man Sunfire auf wie aus dem Tank? Goodbye. Wow, so passiv habe ich noch nie einen Fiora-Encounter gespielt. Das ist sehr, sehr witzig. Drake, Turm noch? Turm insane. Ja, schön. We love to see it. Oh, das war keine gute Shelly, man. Na, absolutely not. Aber es ist eine One-Shot-Shelly, I guess. Besser als nichts. Oh mein Gott. Hat er gebackportet gerade? Oder sah das nur so aus? Double Kill für Shen! Ah, so erneut bekommen. Schön. Und ein Tower, ne? Oh. Ja, Lukas, einfach umdrehen. Jetzt nicht die Jinx suchen. Warum sind alle Streamer immer so groß? Da fühle ich mich mit 1,75 klein. Sind alle Streamer groß? Also ich sag's wie es ist, fast alle Streamer und Streamerinnen, die ich jetzt im echten Leben kennengelernt habe, sind echt klein. Like, sind seriously klein. Ich bin immer mit Abstand der Größte. Die erste Reaktion immer, wenn ich neue Leute treffe, mit denen man im Internet viel zu tun, ist immer, oh, du bist immer groß. Do I just die here? Ja, ne? Sehr gut, Lukas. Nein! Oh, sorry, guys. Überhaupt nicht wertend, fällt mir nur gerade auf, weil das ein netter Vergleich, ein nettes Beispiel dafür ist. Gerade so eine Gefühlslage oder so eine Wahrnehmung, wie alle Influencer sind groß, ist so ein ganz typischer Fall von, man merkt sich immer nur das, was quasi einer gewissen Narrative entspricht. So, wisst ihr? So, logischerweise hat man schon bei vielen Influencern vielleicht mal die Größe gesehen oder so und ganz viele waren auch klein, aber man merkt sich immer nur die Großen, weil man sagt, boah, der ist aber groß. Ja, das macht auch Tanky nicht. Oh mein Gott, ich hab nicht geredsmited. Boah, hätte ich da ein bisschen weniger CC um die Ohren gehabt, hätte ich das machen können. Warte mal, die sind Full AD. Oh mein Gott, wieso habe ich noch kein Death Dance? Ich meine, ich weiß, warum ich noch kein Death Dance habe. Es ergibt in diesem Bild bis zu diesem Punkt keinen Sinn. Wieso habe ich jetzt diese Vögel gemacht und gehe jetzt wieder weiter? Es ist so unnötig, was ich hier mache. Einfach durch. Okay, hat eine. Ja, Corki macht vermutlich AP, damit hast du recht. Da habe ich das falsch. Aber trotzdem, die drei reichen, um Death Dance zu bauen. Easy. Okay, einfach bei meinem Team bleiben jetzt. Gute Wave. Dass wir da nichts rausholen, ist schade. Warte, was? Nehmen alles zurück. Junge, was ist denn unser Kog'Maw? Der steht 12-3, das sehe ich ja jetzt erst. Nein.
Oh, ich gehe schon wieder. Uiuiui. 1000 zu 0 einfach innerhalb von ein paar Sekunden. Resetten wir hier? Resetten anscheinend. Ich mache echt wenig Damage. Ich weiß nicht, warum ich so wenig Damage mache, aber ich mache echt wenig Damage. Dass ich einen Nocturne nicht im 1v1 töten kann, ist ein bisschen depressing. Vielleicht, weil der Fight zu kurz ist und ich meine Sunfire-Stacks nicht aufgebaut kriege oder so. Und tatsächlich fehlt mir Lifesteal. In dem Bild jetzt, muss ich zugeben. We have time? Do we though? Oh mein Gott. Ciao, Leute. War schön mit euch. Was ist das denn? Was war das denn? Junge, das war Cloud Dragon Soul des Todes. Wie ich weggesprintet bin. Dieser Sprint, ja, der war lächerlich. Der war echt lächerlich. Okay. 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 Ja, war nicht gut, das Game. War gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas maßgeblich geändert hat, aber ich habe das Gefühl, ich habe echt wenig Damage gemacht. Generell auch. Aber vielleicht lag es einfach an meinem Spielstil oder wie ich im Game war. Ich gehe ganz kurz pissen und bin ich wieder da. Spielen wir weiter. Jetzt machen wir kurz die Promos durch, dann können wir schon mich schön gemütlich mit dem Game spielen.